In 4 Monaten endet die Zeit von Faris Al-Sultan als Nationaltrainer der Triathleten. Nicht ganz freiwillig, aber auch aus Überzeugung. Faris Al-Sultan hat sich mit dem Verband verständigt, da es unterschiedliche Vorstellungen gibt. Dafür hat der 42-Jährige seine Gründe. Am 26. März habe ich mit dem Sportdirektor telefoniert und ihm gesagt, dass ich für keine weitere Saison zur Verfügung stehe. Und das hat einfach was damit zu tun, wie momentan das aktuelle System ist und wie die Aufgaben gestellt sind und so weiter. Ich möchte aber auch sagen, dass es keine verlorene Zeit war oder so. Es war eine sehr schöne Zeit, eine sehr lehrreiche Zeit. Das Amt als Bundestrainer hatte Faris Al-Sultan im November 2018 übernommen. Ziel waren die Olympischen Spiele in Tokio. Doch der Umgang mit dem Covid-19-Virus rief beim Münchner starke Kritik an Bundesregierung, Bayerischer Landesregierung und Virologen hervor. Diese Äußerungen sind ja erst publik geworden, nachdem ich mit dem Sportdirektor gesprochen hatte. Und natürlich ist da eine gewisse Zeit vergangen, weil also man kündigt es an, dann bricht man miteinander, dann spricht man auch nochmal mit anderen Vertretern des Verbands und dann kam eben die Pressemitteilung jetzt erst raus. Schon in seiner aktiven Zeit hat Faris Al-Sultan sich als meinungsstarker Athlet gezeigt. In der aktuellen Situation fehlt ihm der Diskurs über die Pandemie und ihre Folgen. Die Sache ist natürlich die, in dem Moment, wo sich jemand exponiert und irgendetwas sagt, heutzutage gibt es natürlich Gegenwind und es gibt eine drauf. Ja. Das muss man aushalten. Auf der anderen Seite halte ich es für unglaublich wichtig in einer Demokratie, dass man sich hinstellen kann und etwas sagen kann. Mir gefällt dieses und jenes nicht. Und dass man dann drüber spricht. Nur so wird es besser. Die deutschen Kader-Triathleten werden bei den verschobenen Olympischen Spielen 2021 ohne Bundestrainer auskommen müssen. Der Verband will die Stelle erst nach den Spielen neu besetzen. Bis zum 30. September wird Faris Al-Sultan seine Tätigkeit als Bundestrainer noch ausüben.